In wohl keinem Land der Welt ist es schön, im Gefängnis zu sitzen. Wer im Secret in El Salvador einsitzt, das ist wohl wie KI gemacht, gell? Befindet sich aber tatsächlich in der absoluten Hölle, denn es ist das wohl schlimmste Gefängnis der ganzen Welt. Damit ihr versteht, was der Strafanstalt diesen Ruf eingebracht hat, zeigen wir euch heute einen typischen Tag Secret. Beim Secret, also dem Centro de Confinamiento del Terrorismo, handelt es sich um ein riesiges Hochsicherheitsgefängnis, in das nur die schlimmsten und gefährlichsten Verbrecher... Bruder, die Sache ist, man hat ja menschliche Bedürfnisse, weißt du? Zum Beispiel Sex, das ist ja ein menschliches Bedürfnis, oder? Kann man so sagen, Chat? Oder ist es Cancel Culture? Bruder, Trieb, genau. Money ist Money und Loch ist Ding. El Salvador's eingesperrt werden. Und das soll was heißen, denn noch bis vor kurzem galt El Salvador als das Land mit der höchsten Mordrate der Welt. Auf 100.000 Einwohner kamen jährlich über 80 Morde, während es in Deutschland beispielsweise lediglich 0,7 sind. Weil die Gewalt auf den Straßen völlig ausuferte und durch Gangs täglich Dutzende Menschen starben, griff El Salvadors Regierung schließlich knallhart durch und errichtete 2021 das Secret. Seither sind hier bis zu 40.000 Menschen gleichzeitig eingesperrt und sitzen Haftstrafen von bis zu 700 Jahren ab. Die meisten von ihnen werden das Gefängnis wohl nie wieder verlassen. Bruder, ich sag ehrlich, gell? Wenn ihr so eine Haftstrafe bekommt von 700 Jahren, okay? In so einem Gefängnis. Bruder, ich frag mich, warum machen die da nicht einfach die Todesstrafe, Cousin? Das macht doch gar keinen Sinn. Never leaves. Ihr Alltag im Hochsicherheitsgefängnis ist ein nie endender Albtraum, denn dass der Morgen in den Zellen aus Stahl und Beton beginnt, merken die Gefangenen nur daran, dass Wachen vorbeikommen und ihnen ihr... Ja, guck mal, zum Beispiel in Amerika, gell? Die haben die Todesstrafe, ja? Damit... Nee, ihr müsst den Sinn checken, weil einer schreibt zum Beispiel quälen. Also die wollen denen lange Haftstrafe geben, um die zu quälen. Okay, verstehe ich. Aber Bruder, dann reicht es doch, jemanden einfach 80 Jahre zu geben und nicht 700, Bruder. Das macht doch gar keinen Sinn. Der wird doch eh nicht 180 Jahre alt. Sagen wir mal, jemand ist mit 30 oder mit 40, hat ein Verbrechen gemacht und er kriegt 80 Jahre Ding. Ist es für Psyche... Das macht gar keinen Sinn. Die machen auch so immer so unterschiedliche. Manche kriegen so 300 Jahre, manche kriegen so 600 Jahre. Restbetrag geht auf Kinder, für Flex krank. Frühstück aushändigen. Außerdem bringt eine Ärztin kranken Häftlingen am Morgen ihre Medizin. In den Zellen, in denen jeweils etwa 80 Gefangene in vierstöckigen Etagenbetten ohne Matratze oder Bettwäsche nur auf blankem Stahl schlafen, gibt es nämlich keine Fenster. Die Insassen können also nicht nach draußen gucken und bekommen auch keine frische Luft. Nicht mal Matratze, die schlafen auf Blech. Das heißt, immer wenn du abends heimlich versuchst zu wichsen, hast du diese Blech-Geräusch. Also, krank. Kannst nix machen. Und das bei Temperaturen von bis zu 35 Grad. Ausgelegt ist die Zellengröße übrigens eigentlich für jeweils 10 Personen. Aber wie der Leiter des Gefängnisses lachend in einem Interview erklärte, kann man auch bis zu 100 Personen in eine Zelle quetschen. Auf dem Speiseplan stehen zum Frühstück, wie bei den anderen Mahlzeiten auch, für gewöhnlich ungewürzte kalte Nudeln, Reis, Teigfladen und hartgekochte Eier oder geschmacklose Suppe. Fleisch gibt es nie. Alle Mahlzeiten werden exakt abgewogen, damit kein Insasse zu viel Nahrung bekommt. Besteck zum
Essen bekommen die Gefangenen aus Sicherheitsgründen übrigens nicht. Nicht mal einen Löffel. Und so müssen sie ihre kargen Mahlzeiten mit den Händen essen. Zubereitet werden die Mahlzeiten auch nicht von richtigen Köchen, sondern von Gefangenen in der Gefängnisküche. Allerdings sind dies nur Kleinkriminelle aus anderen Gefängnissen, die extra für die Arbeit ins C-Cot gebracht werden. Von den Schwerkriminellen des C-Cot soll keiner das Privileg haben dürfen, Essen zu kochen. Für die Morgentoilette stehen in den Zellen dann jeweils nur 2 Waschbecken und 2 Toilettenschüsseln zur Verfügung, die vor den Augen aller Mitgefangenen benutzt werden müssen. Duschen gibt es gar nicht. Auch Vorhänge für etwas Privat benutzt werden müssen. Duschen gibt es gar nicht. Auch Vorhänge für etwas Privatsphäre existieren nicht. Nach dem Frühstück bleibt den Gefangenen dann nichts weiter übrig, als in den engen und stickigen Zellen den Tag an sich vorüberziehen zu lassen und so auf die nächste Mahlzeit zu warten. Im C-Cot hat jeder Gefangene in der Zelle nur etwa 0,5 Quadratmeter Platz, was noch weit unter den eigentlich vorgeschriebenen 3,4 Quadratmetern liegt. Nur zum Vergleich, in Deutschland stehen jedem Gefangenen in der Regel mindestens 9 Quadratmeter zu. Weil die Zellen auch noch dauerhaft mit hellem Neonlicht beleuchtet werden, haben die Insassen kaum ein Zeitgefühl und es gibt auch keine einzige Uhr, keine Radios oder Fernseher in den Zellen zur Unterhaltung. Lediglich 2 Bibeln stehen als einzige Bücher pro Zelle zur Verfügung, weil dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Insgesamt ist das Gelände des C-Cot 166 Hektar groß und damit größer als 32 Fuß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht am Tag 50 Selbstmordversuche haben. Ich würde sogar sagen 100 auf 40.000 Insassen, 100 Selbstmordversuche am Tag. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber wie denn? Ja, vom oberen Bett springen einfach, auf Kopf versuchen zu landen. Bruder, das sind zwar Verbrecher und die müssen bestraft werden, aber ich denke, ein Mensch, Bruder, irgendwann, du wirst verrückt. Und da wirst du verrückt. Fußballfelder. Es ist von 2 elektrischen Zäunen, 2 riesigen Betonmauern und insgesamt 19 Wachtürmen umgeben. Obwohl das Gefängnisgelände so riesig ist, verbringen die Gefangenen jedoch fast den kompletten Tag auf engstem Raum zusammengepfercht. Sie dürfen ihre fensterlosen Zellen tatsächlich nämlich lediglich für nur 30 Minuten am Tag verlassen, um auf dem Gang Sport zu treiben. Hierzu werden sie in Gruppen mit Hand- und Fußfesseln aus den Zellen geholt. Aber auch beim Sport sind sie recht eingeschränkt. Jegliche Art von Fitnessgeräten wie Hanteln sind ihnen nicht erlaubt, weil befürchtet wird, dass die Insassen sich sonst gegenseitig damit verletzen. Falls ihr denkt, all diese Maßnahmen machen das C-Cot zu einem sicheren Gefängnis ohne Gewalt unter den Häftlingen, dann irrt ihr euch. Fast täglich kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen den Gefangenen und auch wenn keiner Waffen bei sich trägt, wird es oft auch sehr gefährlich. How many people did you kill? I do not remember. Daher sind für die Überwachung der Gefangenen in C-Cot 600 schwer bewaffnete Soldaten und 250 Polizisten zuständig. Und auch die gehen nicht gerade zimperlich mit den Insassen um. Unter anderem schalten sie öfter von außen das Wasser und den Strom in den Zellen ab, um die Situation für die Insassen noch unerträglicher zu machen. Auch zu Quälereien und Folter der Gefangenen kommt es im C-Cot laut Menschenrechtsorganisationen, die das Hochsicherheitsgefängnis sogar mit einem KZ vergleichen. Es gibt sogar Berichte darüber, dass Häftlinge bestraft werden, indem die Wärter sie in Metallkäfige stecken und unter Wasser tauchen. Diese Taten sind aber nicht etwa das Fehlverhalten von einzelnen Wärtern, sondern das Ganze hat System. Die Häftlinge sollen in dem Gefängnis nämlich gezielt dehumanisiert, also entmenschlicht werden. Das fängt schon damit an, dass jeder alle 5 Tage komplett den Kopf kahl rasiert bekommt. Manchmal werden auch alle auf den Hof oder in den Gang getrieben, wo sie dann stundenlang bewegungslos und zusammengedrängt mit den Händen hinterm Kopf sitzen müssen. Ziel des Ganzen ist es, dass die Insassen sich nicht mehr als menschliches Individuum fühlen. Wer negativ auffällt, wird zur zusätzlichen Bestrafung auch noch für Tage in eine kleine dunkle Betonzelle gesperrt, wo er dann völlig isoliert in der Dunkelheit sitzt. Selbst Dinge, die in wohl ziemlich allen anderen Hochsicherheitsgefängnissen der Welt zwischendurch mal für etwas Abwechslung sorgen,
Drogen gibt es im Secret nicht. Denn die Gefangenen dürfen hier weder Besuche von Familienangehörigen noch von Anwälten empfangen. Auch telefonieren oder Briefe schreiben und empfangen ist nicht erlaubt. Und im gesamten Gefängnis gibt es keinen Handyempfang. Die Gefangenen haben somit keinen Kontakt in die Außenwelt. Nur diejenigen, die als nicht allzu gefährlich eingestuft werden, bekommen doch etwas Abwechslung. Allerdings auch keine, die man sich wünschen würde. Denn die Gefangenen mit diesem Privileg werden tagsüber zu Baustellen, Fabriken und Plantagen gefahren, wo sie dann für schwere Zwangsarbeit eingesetzt werden. El Salvadors Präsident bezeichnete diese Zwangsarbeit euphemistisch als Ausbildungsprogramm, bei dem die Gefangenen den Schaden bezahlen, den sie der Gesellschaft zugefügt haben. Nach einem Tag harter Arbeit kehren die Gefangenen, die das über das angebliche Ausbildungsprogramm raus dürfen, dann wieder in ihre Zellen zurück, wo sie vor dem nächsten anstrengenden Tag Shayan, mein Bruder, dankeschön für den 14. Monat gesehen. Natürlich auch kaum Schlaf bekommen. Zuvor müssen sie auch noch einen Ganzkörperscan durchlaufen und werden genauest. Oh, alles Serko, ja, was macht der da, ja? Durchsucht, damit sie keine Gegenstände einschmuggeln. Hier auch, ja. Ne, das ist Melissa, ja? Krank. Können. Eine Flucht aus dieser Hölle gilt übrigens als unmöglich, denn neben der Tatsache, dass die Gefangenen durch Wärter und modernste Technik streng überwacht werden, liegt Das ist Rache von letztem Mal, Melissa. Das Hochsicherheitsgefängnis auch noch mitten im Nirgendwo. Selbst wenn man es irgendwie rausschaffen sollte, würde man nach kürzester Zeit wieder eingefangen werden. Und so bleibt den Gefangenen nichts weiter übrig, als Tag für Tag von morgens bis abends in ihren Zellen auf ihren Tod zu warten. Tamam, Ennis. We have made a commitment to the people of El Salvador that they will never be released. To the communities. Auch wenn sich vermutlich die meisten Bürger in El Salvador darüber freuen dürften, dass die Regierung seit einiger Zeit hart gegen Gangs durchgreift. Oh, DJ A-Style, ja? Sieht er nicht aus wie DJ? Die Regierung seit einiger Zeit hart gegen Gangs durchgreift und ihre Mitglieder teilweise ohne Begründung oder richterliche Anweisung ins Secret sperrt, gibt es auch Kritik an dem Vorgehen und den Haftbedingungen in dem Hochsicherheitsgefängnis. Denn alleine in den ersten 7 Monaten nach der Eröffnung kamen 90 Gefangene im Secret ums Leben. Guck! Die Regierung steht aber weiterhin zu ihrem harten Kurs. Und der Präsident von El Salvador machte sogar Witze über die unmenschlichen Haftbedingungen und fragte, ob man etwa Geld vom Haushalt für Kinderkrankenhäuser abziehen solle, um den Gefängnisinsassen auch noch Schuhe oder Smokings zu kaufen. Tatsächlich stehen aber trotz kritischer Stimmen knapp 90% der Menschen im Land hinter dem Konzept Secret. Denn die Anzahl der Tötungsdelikte in El Salvador sank innerhalb nur einen Jahres um fast 60%, nachdem die Regierung damit begann, massenhaft Gangmitglieder ins Secret zu sperren. Das knallharte Konzept scheint also... Pochett, was sagt ihr? Ist diese Gefängnis der richtige Weg? Es funktioniert anscheinend, weißt du? Aber Bruder, so unmenschlich mit den Leuten umzugehen, ich weiß nicht, Digga. So zumindest einen Effekt zu haben. Doch, was meint ihr? Weil ich, was ich denke, 100% der Insassen wünschten, sie wären tot. Denn dazu? Findet ihr ein solches Gefängnis angemessen? Oder denkt ihr, man müsste diese Menschen auf eine andere Weise bestrafen? Lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen und seht euch nun auch gern unser Video über das härteste Gefängnis. Das sind auch 100 Unschuldige, das stimmt, Brudi, ja. Das stimmt. Gerade so Gangstrukturen, da opfert sich ein Kleiner. Der Boss hat 10 Leute umgebracht, der Kleine sagt, ich war's. Auf den, checkt ihr? Ja?